Achtung! Fernsehsender Paul Nipko. Wir begrüßen alle Volksgenossen und Volksgenossinnen in den Fernsehstuben Groß-Berlins mit dem deutschen Gruß Heil Hitler. Nazi-Fernsehen mit arischer Ansagerin und Hitlergruß. Ohne den Druck der Quote sendete der Deutsche Fernsehrundfunk 9 Jahre lang fürs Dritte Reich. Wenn auch nur ein paar hundert Volksgenossen die Bilder aus der nationalsozialistischen Flimmerkiste zu sehen bekamen, so hatten die Fernsehmacher schon bald die Möglichkeiten des neuen Mediums erforscht. Gymnastik fürs Heim und Kindergymnastik gehören zum ständigen Programm des Fernsehsenders. Es gab die großen bunten Abende, es gab Nachrichtensendungen, das heißt die Genres, die wir heute im Fernsehen kennen, waren schon sehr früh in ihren Grundzügen erkennbar. Dereinst, so die Vision, sollten alle Deutschen vor dem Volksfernseher sitzen und die Berichte aus der nationalsozialistischen Welt bestaunen können. Achtung, Achtung! Hier sind die Ultra-Kurzwellensender Berlin-Witzleben auf Welle 6,772 Meter für Bild und auf Welle 7,06 Meter für Ton. Die Fernsehfibel ist ein Ding, das dem genau berichtet, was über unseren Sender ging und was wir dort gesichtet. Eine deutsche Fernsehshow aus dem Oktober 1939. Ein Schlimmer. Was du orakelst, das stimmt doch fast nie. Stimmt doch fast nie. Und nimmer. Während Adolf Hitler und seine Wehrmacht in Polen gerade ihren ersten Eroberungskrieg erfolgreich abgeschlossen haben, sendet der Deutsche Fernsehrundfunk Unterhaltung für die Zuschauer an der Heimatfront. Als Nachwuchstalent mit dabei Heinz Erhardt. Kaum jemand weiß, dass der Star-Komiker der 50er Jahre schon im Nazi-Fernsehen Erfolge feierte. Denn lange schien vergessen, dass die Ursprünge des deutschen Fernsehens im Dritten Reich lagen. Elektronische Kameras im Einsatz für das nationalsozialistische Fernsehprogramm. Ein ungewöhnlicher Anblick und doch seit Mitte der 30er Jahre eine Tatsache. Fernsehübertragungen aus dem ganzen Dritten Reich und Unterhaltungssendungen produziert in einem kleinen Studio in Berlin. Der erste regelmäßige Fernsehbetrieb der Welt. Was damals über die braunen Mattscheiben flimmerte, schien jahrzehntelang unwiederbringlich verloren. Denn das nationalsozialistische Fernsehprogramm wurde größtenteils live gesendet. Eine Aufzeichnung der Programme war technisch nicht möglich. Doch in den Katakomben des Berliner Bundesfilmarchivs lagerten unentdeckt 285 Filmrollen, die von der Frühzeit des Mediums zeugen. Als unersetzliche Einzelstücke hatten sie die Zeit im Tiefbunker des Archivs überdauert. Es existierten keine Kopien. Dieser Bestand der Fernsehmaterialien stammt von der ehemaligen Reichsrundfunkgesellschaft und wurde dann in das Stalische Filmarchiv der DDR abgegeben. Von dort, wo das Material jahrelang gelegen hat, leider Gottes nicht benutzbar, ist es dann ins Bundesarchiv gekommen. Und jetzt haben wir diese Materialien nun aufgearbeitet und systematisch umkopiert. Diese Filmschätze aus der Frühgeschichte des Fernsehens stammen aus dem Bestand des sogenannten Fernsehfilmtrupps. Zunächst waren es nur 6 Mitarbeiter gewesen, später dann eine eigene große Abteilung, die für den Sender Paul Nipko Reportagen, Einspielfilme und Interviews herstellten auf 35mm Film. Das Zelluloid hat die Wirren des Kriegsendes unbeschadet überstanden. In der DDR kümmerte man sich nicht um diesen Teil der Nazi-Geschichte. Nur gelegentlich wurden kleine Ausschnitte veröffentlicht. Der Rest geriet in Vergessenheit. Die Filme zeigen vor allem, dass sich das Nazi-Fernsehen nicht auf unpolitische Unterhaltung beschränkte. Das neue Medium stand von Anfang an im Dienst der Propaganda. Als Leitspruch des Tages, ein Wort des Führers über den Wert der Arbeit. Der völkische Staat wird,
wenn notwendig, selbst durch jahrhundertelange Erziehung mit dem Unfug, körperliche Tätigkeit zu missachten, brechen müssen. Diese Relikte des Nazi-Fernsehens sind nicht repräsentativ. Es ist eine eher zufällige Auswahl aus dem Gesamtprogramm. Doch sie dokumentieren unbekannte Szenen und Blickwinkel. Zuweilen sind sie unfreiwillig komisch oder gar erschreckend skurril. Ich weiß kaum ein Gebiet, mit dem sich die Kraft durch Freude nicht abgibt. Wir dürfen den Volkswagen nicht vergessen. Den Volkswagen für die Schiffsfahrt. Ich könnte natürlich bis morgen früh aufzählen, um Ihnen alles das zu erzählen, was eben Kraft durch Freude macht. Das Bild wird umrahmt von starken Dampfschaufeln, die der Reichsjägermeister erlegt hat. In der Jagdhalle des Reichsjägermeisters eine besonders stolze Trophäe. Wiesenthaupt umrahmt von zwei starken Elchen. Ungewöhnliche Einblicke bieten vor allem die Fernsehberichte von Großereignissen. Reichsparteitag in Nürnberg einmal ganz anders als in den Propagandastreifen von Leni Riefenstahl oder der Nazi-Wochenschau. Der Führer besteigt seinen Wagen und fährt in das Hotel Deutscher Hof, das ihm während des Parteitages Quartier bietet. Das Material des Fernsehens hat diesen Reiz, dass es mit einer Technik aufgenommen worden ist, die damals recht schwerfällig ist. Dadurch lange Einstellungen bedingt hat, die man sonst nicht findet. Wenig Schnitte. Dadurch sehr, sehr ausführliche Beobachtungen des Geschehens. Zum anderen, neben den Originaltönen, die hier vorkommen, auch die interessanten Kommentare, die der Fernsehreporter gegeben hat, der ja vom Rundfunk gekommen und auch in dieser Manie berichtet hat. Der aktuelle Bilddienst des Fernsehsenders Paul-Nipkow Berlin meldet sich vom vorletzten Tag des Reichsparteitages 1936 vom großen Appell der SA, der SS und des NSKK aus der Luitpold Arena. Kurz vor dem Beginn der Veranstaltung, kurz vor dem Eintreffen des Führers, schweifen wir mit unserem Fernsehauge noch einmal über das große Rund auf einen der beiden Adler und auf die Standarten der SA und des NSKK, die heute geweiht werden zur Führerkanzel. Und über die aufmarschierten SA-Formationen. 300.000 sind es. 300.000 SA-Männer des Führers, die heute vor ihm angetreten sind. Hinüber bis zu den Pylonen und zum Mahnmal mit dem großen Kranz des Führers. Alles begann im Jahr 1935 in Berlin, unweit des Funkturms. Fernsehversuche der Reichspost hatte es schon seit Jahren gegeben, die Qualität der Bilder aber ließ noch sehr zu wünschen übrig. Doch die Nazis fürchten die Konkurrenz aus England und den USA. Und so eröffnet am 22. März Reichssendeleiter Eugen Hadamowski überhastet das erste deutsche Fernsehprogramm. Benannt wird der Sender nach dem Fernsehpionier Paul Nipkow. Dank der organisatorischen Kraft meiner nationalsozialistischen Mitarbeiter im Rundfunk vollziehen wir in diesem Augenblick auf deutschem Boden einen Kulturfortschritt, der einmal als die Krönung vieler technischer Einzelentwicklungen der letzten Jahrzehnte angesehen werden wird. Propagandaminister Goebbels prophezeit dem neuen Medium eine märchenhafte Zukunft. Doch als er sich selbst erstmals auf dem Bildschirm sieht, soll er eher entsetzt als überwältigt gewesen sein.
Die Haltung der Nationalsozialisten dem Medium Fernsehen gegenüber war eine ambivalente. Sie haben sicherlich die Perspektive des Fernsehens erkannt. Die Programmformen, die technischen Grundlagen waren ja auch sehr, sehr schnell gelegt. Es war ihnen sicherlich klar, dass in 10, 20 Jahren das Fernsehen eine ganz große Macht haben wird. Allerdings zum damaligen Zeitpunkt war das nicht so. Es war ein technisch rudimentäres Medium. Es hat keine schönen Bilder produziert. Es hat nicht den Weg zur Masse gefunden. Gesendet wird dreimal in der Woche aus einem kleinen Studio in Berlin-Witzleben in der Rocknitzstraße 8. Der Arbeitsplatz von Fernsehansagerinnen und Vortragskünstlern ist zunächst eine gerade mal 2 Quadratmeter große Abtastzelle, schalldicht und stockdunkel. Das Abtastgerät erfasst meist nur ein Brustbild. Die Gesichter müssen stark geschminkt werden, wegen der Kontraste. Das mechanisch-optische Übertragungsverfahren liefert zunächst nur verschwommene Bilder. Erst dank vieler technischer Verbesserungen können ab 1937 Live-Sendungen in besserer Qualität ausgestrahlt werden. Und so lassen die Fernsehmacher Unterhaltungsprogramme, Reportagen und Berichte auch auf Film produzieren. Dachgarten heißt die erste Unterhaltungsshow des deutschen Fernsehens, gedreht im Berliner Haus des Rundfunks. Am 19. Juni 1935 wird der Film erstmals ausgestrahlt. Eine Kopie ist im Bestand des Fernsehfilmtrupps erhalten geblieben. Dieser kleine Zierbrunnen, sonst Mittelpunkt des Erholungsplatzes der Belegschaft des Funkhauses, wird unaufdringlich zum Hintergrund für unsere Fernsehfunkspiel. Das Programm selbst ist nicht mehr als eine Aneinanderreihung kabarettistischer Nummern von Vortragskünstlern, die im Rundfunk Popularität erlangt hatten. Es ist der Prototyp des klassischen bunten Fernsehabends, der sich bis heute hartnäckig in den Unterhaltungsprogrammen gehalten hat. Du brauchst nicht greinen, brauchst nicht flenden, lieb nur wie sie in der Bibel steht. Denn ein jeder lernt die Liebe kennen, der eine friert, der andere schläft. In unserem ersten deutschen Fernsehspiel sahen und hörten Sie die Sängerin Marina Ursika, begleitet von dem Komponisten Johannes Müller. In der scheinbar so harmlosen Unterhaltungsshow gehört nationalsozialistisches Liedgut offenbar zum selbstverständlichen Programmbestandteil. Wir wollen zu ihm. Er hat seinem Sturm ein Lied geschenkt. Wir marschieren. Worte und Musik von Karre Bevogt. Der Führer brachte uns die Ehre, die Freiheit und das Recht, ja und das Recht. Er schuf das neue deutsche Heer und keiner ist mehr Knecht. Ob alt, ob jung und alt, frei wir zum Führer stehen, ja Führer stehen, aus allen deutschen Bauern schallt. Deutschland kann nie vergehen. Die braunen Kolonnen der SA, die schwarzen der SS, ja der SS, der Führer ruft, gleich sind sie da, von Nord, von Süd, von Ost und West. Eine Chanteuse singt ein neckisches Lied über das Nazi-Erholungsprogramm Kraft durch Freude. Freude an der Kraft von Emil fand. Emil hat an mir eine Freude. Na und kräftig sind wir beide. Nur die Tochter, eine Quere doch Kraft. Kraft durch Freude. Sehen Sie mal, die Rundfunkdarbietungen werden bekanntlich auf elektrischen Wellen durch den Äther geschickt. Genau in der gleichen Weise werden auch die Bildsendungen ausgestrahlt. Es werden beim Fernsehen 2 Wellen, eine Ton- und eine Bildwelle gesendet. Beide Wellen nimmt der Empfänger gleichzeitig auf. Er überträgt den Ton durch den Lautsprecher
Das Bild erscheint im Bildfenster. Es gab ja von Anfang an ganz, ganz wenige Fernsehempfänger. Es gibt eine Liste aus dem Jahre 1937, die belegt, dass es etwa 70, 75 Fernsehempfänger in Deutschland gab, die ausschließlich bei den Parteigrößen standen, entweder in deren Büros oder in deren Privatwohnungen. Darüber hinaus hat das Berliner Publikum eben im Gemeinschaftsempfang Fernsehen geschaut. Ab 1935, es gab sogenannte Fernsehstuben und Fernsehstellen. Wir hoffen, dass Sie, meine Hörer und Zuschauer, daheim und in den Fernsehstuben einen guten Empfang und damit eine Stunde Kurzweil gehabt haben. Bis zur Fortsetzung des Fernsehprogramms hören Sie Musik. Der öffentliche Fernsehempfang ist zunächst auf wenige Fernsehstuben im Großraum Berlin beschränkt. Heinz Rieck, selbst ein Jahr lang Reporter beim Deutschen Fernsehrundfunk, erinnert sich an seinen ersten Eindruck. Das Bild auf dem Schirm war natürlich kleiner als heute, 20 mal 25 Zentimeter etwa. Und es saßen 20 Leute in dem verdunkelten Raum und gelegentlich ging dann jemand an zwei Geräte, die dort standen. Das war ein Postbeamter, der an den Knöpfen drehte und die Helligkeit regulierte und manchmal fiel das Bild auch ganz aus. Und der Aha-Effekt kam dann, als nach dem Drehen das Bild wieder da war. Wir möchten Ihnen jetzt mal den Beweis erbringen, dass nicht nur Cowboys mit dem Lasso umgehen können, nein, auch Tänzerinnen. Also eine Lasso-Stepptänzerin, die vor einiger Zeit im Wintergarten in Berlin gastierte. Mit möglichst viel Unterhaltung versuchen die Verantwortlichen der Reichspost, die Zuschauer in die Fernsehstuben zu locken. Man soll sich amüsieren. Fürs tägliche Programm werden vornehmlich Kleindarsteller engagiert, die ihre Nummern mehrfach am Tag live wiederholen können und für die die kleine Dunkelbühne nicht zu eng ist. Nur selten werden solche Auftritte vom Fernsehfilmtrupp auf 35mm Film vorproduziert. Diese Zirkusnummern, oftmals von erbärmlicher Qualität, können dem neuen Medium nicht zum erhofften Erfolg verhelfen. Der Zuspruch der Zuschauer bleibt zunächst weit hinter den Erwartungen der Fernsehmacher zurück. Erst die Olympischen Spiele im Sommer 1936 bringen dem Nazi-Fernsehen einen Achtungserfolg beim Publikum. 160.000 Zuschauer zählt man in den Fernsehstuben, von denen 20 eigens für das Top-Ereignis eingerichtet worden sind. Drei neu entwickelte riesige elektronische Kameras sollen die technische Qualität der Übertragungen garantieren. Im Mittelpunkt des Reichssportfeldes liegt das Olympiastadion, das der Schauplatz von vielen heißen Kämpfen sein wird. 100.000 finden im Stadion Platz. Und den vielen anderen, die keinen Einlass mehr fanden, bietet der Fernsehdienst Gelegenheit, mit Auge und Ohr an dem großartigen sportlichen Schauspiel teilzunehmen. Damit die Sendungen wiederholt werden können, setzt die Reichspost auch das sogenannte Zwischenfilmverfahren ein. Der belichtete Film läuft durch das Dach des Aufnahmewagens, wird dort sofort entwickelt und mit nur einer Minute Verzögerung mittels eines Fernton-Kinosenders in die Fernsehstuben übertragen. Doch auch bei diesem aufwendigen Verfahren ist auf den Fernsehschirmen oft wenig zu erkennen. Fragment einer Zwischenfilmübertragung vom Olympischen Fußballturnier. Des Vorschlussrundenspiels Österreich gegen Polen im Olympischen Fußballturnier. Es steht 2:0 für Österreich. Etwa 10 Minuten nach Beginn der zweiten Halbzeit schoss Österreichs Halbrechter. Unhaltbar ein. Aber ebenso unhaltbar war der Schuss der Polen und trotzdem meisterte Österreichs Torwart diesen Schuss im Fallen eben wundervoll. Es sah nach einem Erfolg für die Polen aus, aber... Während der Live-Reporter und sein Kameramann offenbar noch Schwierigkeiten mit der ungewohnten Aufgabe haben, versuchen sich Kollegen an einer ersten Reportage aus dem olympischen Dorf. Der aktuelle Bilddienst des Fernsehsenders Paul Nipkow
lädt sie heute ein zu einem Streifzug durch das olympische Dorf. Und auch Sie, meine Damen, können heute mit von der Partie sein, sonst gab es das nicht. Hier sehen Sie es, Frauen hinter Gittern. Und nun durch das Tor, vorbei am Pförtner. Und schon hier ein paar Aktive, ein Türke, ein Bulgare und der argentinische Boxer Lovell. Und nun sind wir drin. Auf dem viel gelästerten märkischen Sand ist ein kleines Paradies entstanden. Die deutsche Wehrmacht hat es erbaut. Und hier ein Teil der amerikanischen Mannschaft vor dem Hause Dessau. Wundervoll passen sich die Häuser der Landschaft an und sie sind auch herrlich, massiv und fest gebaut. Es muss ein wundervolles Wohnen sein. Und immer dabei ein Junge vom Olympischen Ehrendienst. Und hier ein amerikanisches Superschwergewicht. Ein ungleiches Paar aus USA, ein Basketballspieler und der Captain der Gewichtheber. Kameraführung und Reporterkommentar sind gleichermaßen schwerfällig. Und so sollen kleine Interviews die Reportagen auflockern. Was sagen, wie war, hat Ihnen das Flüssigkeit geschmeckt? Fabelhaft, wie immer. Ja, haben Sie gut zugenommen jetzt schon die Tage? Ja, eine Bagatelle eigentlich, 6 Kilo oder so. Oh, das ist auch gut. Ein bisschen Glück müssen wir schon haben. Hier treffen wir den Marathonsieger der ersten Olympischen Spiele 1896, den Griechen Louis, von Autogrammjägern und Aktiven umstanden. Er ist nicht als Aktiver hier, er ist ein Gast des Deutschen Reiches. Wie viele Zuschauer sich diesen Beitrag über das olympische Dorf in den Fernsehstuben angesehen haben, ist nicht überliefert. Die Übertragungen von den Sportveranstaltungen jedenfalls erfreuen sich größerer Beliebtheit als solch unfreiwillig komische Reportagen. An alles ist gedacht. Schwäne und Störche, die Engländer wollten sie sehen, aber hier im Dorf ohne Frauen. Das größte Gebäude. Die Reporter nutzen jede Gelegenheit, für das neue Medium Werbung zu machen. Hier können die Sportler ihre Freistunden verleben. Hier ist ein Theatersaal, hier sind Spielsäle, Übungssäle und eine Fernsehstube. Aber um darüber etwas zu erfahren, wenden wir uns an den Soldaten, der hier steht und eine weiße Armbinde trägt. Waren Sie eigentlich einmal drin hier in der Fernsehstube? Ich war schon mal hier drin und es ist immer ein sehr starker Andrang in der Fernsehstube. Auch die ausländischen Sportler? Jawohl, sämtliche internationalen Sportler sehen sich dieses Fernsehen gerne an. Den Fernsehreporter gab es noch nicht. Der wurde in der Zeit durch die Praxis über den Hörfunk eigentlich entwickelt. Und der Reporter-Typ, das waren alles weniger Spezialisten als Allround-Reporter. Ich erinnere mich also an einen der Kollegen, an Fritz Janicke. Den konnten sie auf den Wochenmarkt schicken. Der konnte mit der Marktfrau über Tendenzen sprechen und Meinungsäußerungen zu irgendwelchen Geschehnissen des Tages. Sie konnten ihn aber auch in einen Konzertsaal schicken. Lecker. Aber der smarte Reporter Fritz Janicke in einem Fernsehbeitrag, der deutsche Hausfrauen über die neuesten Erkenntnisse der Kochkunst unterrichten will. Eine feine, gedünstete Grießsuppe gibt es hier. Die habe ich sogar schon gekostet. Aha. Die ist lecker. Und das ist ein Weißkohlgemüse. Mit Tomaten? Ja. Von Anfang an werden fürs Nazi-Fernsehen Service-Sendungen produziert. Auch darin zeigt sich die visionäre Kraft der Macher, die so schon 1937 die Vorläufer von Alfredissimo und dem Kochduell erfunden haben. Feinschmecker-Kartoffeln. Das Gericht kannte ich noch gar nicht. Aber ich werde es ja nachher probieren. Ich werde ihn aber umschmecken. Ja? Und dann gibt's fürs Leckermann noch was zum Nachtisch. Ah, hier. Ja. Die Weintrauben mit Vanillensoße. Herrlich. Aber Frau Wirtin, Ihnen fällt's ja nicht schwer. Sie bekommen immer die schönen Gerichte vom Deutschen Frauenwerk. Auf dem Markt können Sie sie bekommen, bei der Frauenschaft, bei der Partei und an allen möglichen Stellen. Und regelmäßig, für jede Woche, für jeden Monat, dann müssen die Gerichte, die ja so ausgezeichnet sind, müssen Ihnen ja gelingen. Ich hole sie mir auch immer. Ja, ich fange gleich an. Ich beginne mit dem Nachtisch. Danke.
Ungleich schwieriger ist für den Reporter der Interviewtermin bei Reichsorganisationsleiter Robert Ley. Der verheddert sich nämlich im eigenen Wortgestrüpp. Unwillkürlich wirkt so das Propagandainstrument Fernsehen entlarvend. Wenn auch nur für ein paar tausend Zuschauer. Wir, wenn Sie mich fragen, was wird, so ist das genauso, als wenn Sie ein Samenkorn fragen, was aus ihm wird. Ja. Es wächst. Die Arbeit geht weiter. Das ist mal klar, nicht wahr? Wir werden uns nicht auf unseren alten Teil zurückziehen, auch keinen Lorbeerkranz ums Haupt winden. Die Arbeit geht weiter. Aber ich möchte noch mehr sagen, das ganze Gebilde wächst und das ganze Werk wächst. Es ist alles erst im Anfang, im Beginn. Es war ja doch einmal nötig, dem Volke diesen Gedanken in die Tat umzusetzen, in seine Seele hineinzubringen, ihm klarzumachen, dass der Begriff an sich ein weltanschaulicher war. Dass es sich nicht hier um ein Reisebüro irgendeiner Art handelt oder um eine Kulturinstitution irgendeiner Art, sondern dass es sich hier um einen nationalsozialistischen Begriff handelt. Das war es. War es nicht vielleicht das, der im Volksmund als Reichstrunkenbold verspottete Ley scheint auch in diesem Interview seinem Namen alle Ehre gemacht zu haben. Und selbst Reporter Janicke kann sich bei dessen Ausführungen über die Ursprünge des Kraft-durch-Freude-Programms der Deutschen Arbeitsfront das Lachen nur schwer verkneifen. Freude vermitteln. Einmal ist ja jedem bekannteste Deutsche gerne Reis. Das ist seit Urgedenken so. Wikinger und Hansengeist ist nichts anderes als der deutsche Reisegeist und Reiselust. Hm. Gibt man dem Deutschen Möglichkeit zu reisen, so hat er fast alles schon damit. Das war der erste Punkt, auf den ich kam. Im Lauf der Jahre produziert der Fernsehfilmtrupp immer mehr eigene Kulturfilme und Reportagen. So steht am Mittwoch, dem 10. August 1938 um 20.49 Uhr, ein Film über den Mütterdienst des Deutschen Frauenwerks auf dem Programm. Bräute auf Schwanenwerden? Jawohl, in der Reichsbräuteschule der NS-Frauenschaft. Hier erhalten die jungen Mädchen als Ehe- und Lebensgefährtinnen des Mannes die letzten erzieherischen Anweisungen. Das ist von besonderem Wert für die berufstätigen Mädel, die vor ihrer Heirat in kurzer Zeit das notwendige Wissen und Können in der Haushaltsführung erwerben müssen. Und jeden Morgen um 7 Uhr heißt es aufstehen. Jetzt geht's zur Morgengymnastik in den Garten hinunter. Dieser Fernsehfilm über die Rolle der Frau im Herrenvolk ist typisch für die wiederaufgefundenen Berichte. Die Reportage gibt vor, aus dem nationalsozialistischen Alltag zu berichten und ist doch pure Propaganda. Nach der Gymnastik die feierliche Flaggenhissung. Die etwas unbeholfene Machart des Films erklärt aber auch, warum die Nazi-Führung dem Fernsehen so wenig Bedeutung beimaß. Von perfektem Propagandadesign ist hier keine Spur. Voraussetzung für jede Tat ist der Mut und der Wille zur Wahrhaftigkeit. Los, wie geht's? Handarbeiten und Haushaltsführung, Floristik und Kinderpflege stehen im Mittelpunkt der Sendung über die künftigen Ehefrauen von SS- und SA-Angehörigen, die in der Reichsbräuteschule im Südwesten Berlins mit wertvollen Tipps für die nationalsozialistische Ehe versorgt werden. Beim Blumen in Vasenordnung müsst ihr immer darauf achten, dass ihr auch die passenden Gefäße habt. Und da müsst ihr auch beim Einstellen immer die Blumen etwas schräg abschneiden, damit sie mehr Wasser fließen können. Und die schlechten, die nicht mehr gut sind, die müsst ihr immer fortdun in den Eimer. Sag mal, wie ist das bei Frauen so mit dem Kupferpfennig? Halten sich die Blumen dann länger? Ja, durch Salz oder auch durch ein Kupferpfennig kann das Wasser länger gut bleiben und dann halten sich die Blumen länger. Von einem Wolkenbelüsten braucht man ungefähr so eine Wolkenbelüstung.
Mit einem Rückzug würden sie ausreichen. Und so beginnt der Feierabend in der gemütlichen Kaminecke ein fröhliches Lied. Unfreiwillig komisch ist auch ein Bericht von der Internationalen Jagdausstellung in Berlin 1937. Zur Eröffnung der Internationalen Jagdausstellung erwehen die grünen Fahnen der deutschen Jägerschaft im Winde und der schöne große Rothirsch hier der Kapitale, der vor der Ausstellung aufgebaut ist, der ist zu Recht ein Symbol für diese Ausstellung, die ja nicht nur eine Trophäenschau mit unübertreffbarem Werte ist, sondern die vor allen Dingen auch eine lebendige Darstellung ist von den Pflichten des Jägers als Jäger, Pfleger von Wald und Wild. Und die Jäger und die Forstbeamten sind alle zur Stelle. Die Jungen und die Alten, das sind die Abordnungen der Landesforstverwaltungen aus Bayern, die wir hier erwischt haben. Und die Jungen, die mit den Plässhörnern zur Begrüßung bereitstehen. Und der Wald der Fahnen vor der Halle, der zeigt uns, dass hier wirklich ein Olympia der Jägerschaft zusammengekommen ist. Und wie die Jäger bereitstehen, so stehen auch die Tiere bereit. Denn die Tiere wissen, dass die Jäger ihre besten Freunde sind. Beiden herrlichen Jagdfalken hier, das sind keine Falken, das sind Adler, Steinadler aus Finnland. Die warten auf den Reichsjägermeister wie die jungen Jäger hier, die ihn nun mit der Begrüßung empfangen. Schon nach 2 Jahren Sendebetrieb hatte das Interesse der Nazi-Größen am Fernsehen längst nachgelassen. Und so ist der Sender Paul Nipko für manchen Reporter ein vermeintlich sicherer Hafen. Einen direkten Einfluss jetzt auf meine Arbeit habe ich nicht verspürt. Mir hat keiner gesagt, du musst dieses oder jenes machen. Allerdings gab es nicht, und das muss man wahrheitsgemäß sagen, es gab nicht den kritischen Journalismus, den wir heute haben. Denn eine Kritik am System wäre ja nicht möglich gewesen. Der Bestand des Fernsehfilmtrupps belegt jedoch, eine unpolitische Nische war das Nazi-Fernsehen nicht. Brutale Propaganda gehörte zum alltäglichen Programm, zuweilen sogar verpackt in zynisches Kabarett. Um mal wieder über die Musik zu sprechen. Ich freue mich eigentlich, dass es heute alles so wunderbar im Takt geht, nicht wahr? Wenn es auch hier und da immer noch so etliche Querpfeifer bei uns gibt und vielleicht auch mal solche, die gerne mal wieder die Zentrummel rühren möchten, sogenannte Devisenmusikanten, nicht wahr? Auch da machen wir wenig Federlesen. Wie kommen Sie Ihrer weiteren Ausbildung in ein Konzertlager, wo man Ihnen dann so lange die Flötentöne beibringt, bis Sie sich an eine taktvolle Mitarbeit gewöhnt haben? Ebenso Teil des Programms unverhohlener Antisemitismus. Übertragung von der Eröffnung einer antibolschewistischen Ausstellung in Nürnberg. Für die Fernsehzuschauer wird die Veranstaltung mit Hilfe des Zwischenfilmverfahrens übertragen. Auf den Bildschirmen ist nur wenig zu erkennen. Die menschenverachtende rassistische Botschaft aber ist nicht zu überhören. Die Ausstellung zeigt in packender, anschaulicher Darstellung ein ungeheures Tatsachenmaterial über die Weltgefahr des Bolschewismus und des Judentums. Gauleiter Streicher und der Ehrengast General Melchiori, der Führer der faschistischen Abordnung, schreiten soeben die Front der Ehrenformationen ab. Es spricht der Staatsleiter, Parteigenosse Fischer. Der Staatsleiter, Parteigenosse Fischer, spricht im Auftrag des Reichspropagandaleiters, Reichsminister Dr. Goebbels. Als vor 2 Jahren von dieser Stadt aus die Gesetze zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre verkündet wurden, als damit das Judentum als Schädling an unserem Volkskörper gebrandmarkt und in seinen unheilvollen Wirken Einhalt geboten wurde, da hat man in den sogenannten demokratischen Staaten für diese Maßnahme kein Verständnis aufbringen wollen. Für Programmhöhepunkte wie die Berichterstattung von den Reichsparteitagen in Nürnberg wird natürlich modernste Technik eingesetzt. Ab 1937 werden die Aufmärsche von elektronischen Kameras und per Kabel live übertragen und können deshalb nicht aufgezeichnet werden.
Beim Parteitag 1936 jedoch ist der Fernsehfilmtrupp mit seinen Aufnahmewagen vor Ort gewesen. Und so sind einzigartige Reportagen und Interviews erhalten geblieben. Anlässlich des Reichsparteitages 1936 konnten wir zum ersten Mal einen Bild- und Tonbericht vom Geschehen des Vortages und sogar des gleichen Tages bringen. Schon Tage vor Beginn des Parteitages läuft die Berichterstattung auf Hochtouren. Ein Reporter befragt den Oberbürgermeister Nürnbergs zur Geschichte des Geländes und zum Stand der Vorbereitungen. Und Willi Liebel erweist sich als zuverlässiger Interviewpartner. Wir stehen heute hier in der Luitpold-Arena und haben Sie, Parteigenosse Liebel, hierher gebeten. Sie sind der Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg. Sie wollen uns all das erklären, was hier draußen auf der Luitpold-Arena wichtig ist zu wissen. Wir befinden uns also hier im Luitpoldhain. Das ganze Gelände war ursprünglich hergerichtet für eine Ausstellung, die vor über 30 Jahren hier stattgefunden hat. Im Jahr 1927 hat der Führer erstmals bestimmt, dass der Aufmarsch der SA hier in dem Luitpoldhain stattfinden sollte. Und nach der Machtübernahme hat er selbst durch Handzeichnungen, Skizzen und die endgültige Ausgestaltung dieses ganzen Raumes hier festgelegt. Die ganze Luitpold-Arena ist selbstverständlich gegenüber dem früheren Zustand vollkommen verändert. Was wir hier vor uns sehen, die Haupttribüne mit den seit 1933 bekannten großen, gewaltigen Hakenkreuzfahnen. Diese Haupttribüne wurde erstmals im Jahr 1933 in Holz erstellt, 1934 wurde sie dann in der jetzigen Gestalt umgebaut. Die Adler, die wir rechts und links sehen, die ja in vielen Bildern, in den Parteitagfilmen und so weiter eine große Rolle spielen, sind bis zum Jahr 1934 als Gipsattrappen hier gestanden. Im vorigen Jahr sind sie erstmals in Erz geschaffen worden und bilden heute das Kennzeichen der Luitpold-Arena. Die Luitpold-Arena ist also fertig. Das heißt, der letzte Schmuck wird angelegt, der Reichsparteitag kann beginnen. Wir aber wollen nur noch einmal hinübergehen zur alten Kongresshalle. Auch der Star-Architekt der Nazi-Bauten von Nürnberg, Hitlers Baumeister Albert Speer, gibt den Fernsehreportern gnädig ein Interview. Wir haben Glück, dass wir Sie hier treffen, denn wir waren eben drüben hier in der Luitpold-Arena und sprachen mit dem Oberbürgermeister, Parteigenossen Liebel. Und es ist ja ausgezeichnet, dass wir Sie hier treffen vor der alten Kongresshalle. Und Sie können uns ja vielleicht auch einiges sagen. Sie sind der Reichsarchitekt, Sie haben ja all das gebaut hier draußen, nicht wahr? Ja, ja. Na, und was gibt es hier nun noch zu sagen über die Luitpold-Arena? Im Großen und Ganzen sind wir in der Luitpold-Arena ja dieses Jahr fertig geworden. Auch die Luitpoldhalle ist fertig, aber alles das, was Sie hier gesehen haben, ist eigentlich erst ein Anfang einer ganz großen Anlage, die im Laufe der nächsten Jahre entstehen wird. Das waren einfach Pflichtereignisse, die musste man vom Fernsehen besuchen und die hat man auch ausgiebig in Form von Sonderberichterstattungen gewürdigt. Ich erinnere mich, dass während des Reichsparteitages immer auch schon ab 14 Uhr gesendet wurde. Das ging dann bis in den Abend hinein und dann im Abend kam dann das reguläre Fernsehprogramm, wo man auch wiederum Ausschnitte vom Reichsparteitag gezeigt hat. Das heißt, diese wichtigen Veranstaltungen der Partei war schon Pflicht für das Fernsehen. Der aktuelle Bilddienst des Fernsehsenders Paul Nipkow Berlin bringt nun einen Sonderbericht vom Vorbeimarsch auf dem Adolf-Hitler-Platz. Kurz bevor der Führer eintrifft, bringen wir ein Bild vom Adolf-Hitler-Platz, festlich geschmückt, und die übervollen Tribünen, herrlich sonnenbeschienen, liegen sie da und wir warten auf das Eintreffen des Führers und dann beginnt der traditionelle Vorbeimarsch, der Abschluss dieses Tages. Der Führer trifft auf dem Adolf-Hitler-Platz ein. Die Wagenkolonne nähert sich uns. Mit stürmischen Heilrufen begrüßt, fährt er auf den alten Marktplatz der Stadt Nürnberg, die nunmehr seinen Namen trägt. Adolf-Hitler-Platz in Nürnberg. Warten auf den Führer. Die Bilder wackeln, gesendet wird auch Leerlauf. Der Live-Reporter versucht, die Zeit mit viel leerem Gerede zu überbrücken, damit die Zuschauer sich nicht langweilen. Gerade bei den Berichten vom Reichsparteitag wird der begrenzte Wert des Fernsehens für die Propagandamaschine der Nazis klar. Eine große, breite Straße führt hinaus aus Nürnberg, hinaus zu den Zeltlagern der SA und der übrigen Formationen. Und gleich draußen rechter Hand finden wir den Hilfszug Bayern.
Hintergrundbericht des Nazi-Fernsehens über die Verpflegung der Parteitagsteilnehmer durch die SA. Und nun wird noch schnell gefrühstückt, denn gleich geht es an die Arbeit. Die verantwortlichen Parteigenossen überbieten sich im Interview mit Superlativen. Wir haben mal so eine kleine Aufstellung hier, was wir ungefähr brauchen werden. Und zwar brauchen wir ungefähr 60 Waggons Kartoffeln, dazu 12 Waggons Gemüse und ungefähr 42 Waggons an Fleisch, Wurst und Speck alleine. Dann Butter, Marmelade und Käse, das gibt auch nochmal 18 Waggons ungefähr. Und an Kaffee brauchen wir ungefähr 2 Waggons. Dann brauchen wir ungefähr 60 Waggons Brot und weitere 70 Waggons an sonstigen Lebensmitteln. 1 Million Rationen, sagen Sie. Das heißt also, dass Sie alle Teilnehmer des Reichsparteitages verpflegen? Nein, wir verpflegen erstmalig alle geschlossene Teilnehmer. Also die SA, den Arbeitsdienst, HJ, Werkscharen und einige politische GAU. Um diese große Arbeitsleistung zu vollbringen, dazu sind natürlich extra und ganz besonders konstruierte Maschinen notwendig. Hier eine Kartoffelschälmaschine. 25 Zentner schafft sie in einer Stunde. Und diese großen Lastwagen, die hier fein säuberlich ausgerichtet stehen, sind das eigentliche Herz des Hilfszuges Bayern. Hier werden die Speisen zubereitet, hier werden sie schmackhaft gemacht. Jahrzehntelang waren die Nazi-Parteitage nur in Wochenschauen und Propagandafilmen überliefert. Die Reportagen des Fernsehsenders Paul Nipkow bieten einen völlig unbekannten Blick hinter die Kulissen dieses Großereignisses. Natürlich, genau wie die Speisekessel, Öl befeuert. In diesen Hauptkampftagen des Hilfszuges Bayern ist er verstärkt worden durch das Hilfswerk Nordwest. Jetzt ist Feierabend. Ein paar Stunden haben Sie noch Ruhe und dann geht es wieder an die Arbeit. Und hier herrscht vorzügliche Stimmung, aber überzeugen Sie sich selbst davon. Das Trompetensignal beendet die fröhliche Stimmung, beendet die kleine Feierstunde und nun geht es wieder an die Arbeit. Jetzt wird wieder gekocht für die Hunderttausende des Reichsparteitags 1936. Der aktuelle Bilddienst des Fernsehsenders Paul Nipkow Berlin besucht das Werkscharlager beim Reichsparteitag 1936 draußen vor den Toren Nürnbergs in Langwasser. Auch wenn die Zensur nicht so streng ist, Sorgen um den Inhalt der Programme müssen sich die Verantwortlichen natürlich zu keiner Zeit machen. Das Nazi-Fernsehen bleibt immer auf Linie. Kulturelle Aspekte des Regimes als Rahmenprogramm aus Nürnberg. Ein Chor der Werkscharen bringt für die paar tausend Zuschauer in den Fernsehstuben völkisches Liedgut zum Vortrag. Arbeiterdichter geben Kostproben nationalsozialistischer Poesie. Die Übertragungen vom Reichsparteitag, so heißt es, seien nicht so erfolgreich gewesen wie die von den Olympischen Spielen. Und geht es drauf und geht es dran, so komme ich recht, der Schmied. So komme ich recht, der Hammermann, der Amboss dröhnt mein Lied. Jetzt schmieden wir ein Eisen, das soll erglühen und werden Stahl. Und was sich nicht lässt schweißen, das glühen wir noch einmal. Jetzt hämmern wir ein Volk zu Stahl und schmieden es zu Mann. Und was sich nicht erwärmen kann, das fauchen wir mit Jugend an. Hiermit beendet der Fernsehprogrammbetrieb der Reichssendeleitung sein heutiges Bildprogramm. Waren Sie zufrieden? Wenn ja, sagen Sie es bitte allen Ihren Bekannten weiter. Gefiel es Ihnen nicht? Sagen Sie es bitte uns. Schreiben Sie an den Fernsehbetrieb der Reichssendeleitung Berlin,
Haus des Rundfunks. Fernsehbetrieb der Reichssendeleitung Berlin, Haus des Rundfunks. Zum Ausklang des Abends Marschmusik. Auf Wiedersehen bei der nächsten Sendung. Heil Hitler! Im Depot des Deutschen Technikmuseums in Berlin-Reinickendorf sind die gesammelten Relikte der Technikgeschichte eingelagert. Auch einige unersetzliche Einzelstücke aus der Zeit des frühen Fernsehens werden hier aufbewahrt. Dieses wertvolle und sich hier langsam enthüllende Teil ist die einzige überhaupt noch erhaltene elektronische Fernsehkamera aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland. Gebaut bei Telefunken etwa 1939. Die Qualität der Bilder war für das Publikum, das damals überhaupt Fernsehen gucken konnte, erstaunlich hoch. Und man hat mit diesen Kameras auch schon im Freien arbeiten können. Die Kameras des Fernsehsenders bei der Arbeit in Kleinsendingen, dem Paradies der Kinder. Doch auch, dann bin ich noch hoch und jetzt elektronische Kameras im Einsatz für das nationalsozialistische Kinderprogramm. Die Sendungen des Nazi-Fernsehens wurden weitgehend live übertragen. Aufzeichnungsmöglichkeiten gab es keine und so sind die meisten Programme unwiederbringlich verloren. Jahrzehntelang waren nur einige Filmfragmente und Wochenschauberichte über das neue Medium der Öffentlichkeit bekannt gewesen. Die jetzt erschlossenen Dokumente des Fernsehfilmtrupps, der Reportagen, Interviews und sogar einige Fernsehshows auf 35mm Film gedreht hatte, ermöglichen 60 Jahre danach einen Einblick in das, was die Deutschen in den Fernsehstuben und Großbildstellen der Reichspost zu sehen bekamen. Das war zwar überwiegend unpolitische Unterhaltung, doch selbstverständlich stand die ganze Palette der Nazi-Propaganda ebenso auf dem Programm. Trotz aller Anstrengungen werden die Rekordzuschauerzahlen aus der Zeit der Olympischen Spiele nie wieder erreicht. In einer internen Untersuchung stellt die Reichspostdirektion 1937 fest, dass vor allem Besucher aus den ärmeren Volksschichten das Stammpublikum in den Fernsehstuben bilden. Denn die Vorführungen sind kostenlos. Und man kann so das Eintrittsgeld fürs Kino sparen. Das Fernsehen wurde von 20 bis 21 Uhr eine Stunde lang ausgestrahlt. Dann sind die Zuschauer nach draußen gegangen. Es kam sozusagen die zweite Schicht und das Programm wurde noch einmal von 21 bis 22 Uhr wiederholt. Und man sieht dann auch, dass dann in der zweiten Schicht die Fernsehstuben nur noch etwa zu 60-70% ausgelastet waren. Ich würde mal sagen, 2000-3000 Zuschauer pro Abend bei einem sehr guten, ansprechenden Programm, das war dann doch die Spitze. Bei Großereignissen wie dem Besuch des italienischen Diktators Benito Mussolini im September 1937 wird auch tagsüber gesendet und die Zuschauerzahlen steigen kurzzeitig an. Der Führer und sein Gast schreiten die Front der Ehrenformationen ab. Die Fernsehkameras sind bei solchen Anlässen längst in die zweite Reihe verbannt. Da müssen störende Fahnenmasten in Kauf genommen werden. Trotzdem vermitteln gerade solche Einstellungen eine bislang unbekannte Authentizität. Obwohl die Reporter wissen, dass ihr Einsatz nur von wenigen Zuschauern gewürdigt wird, versuchen sie alles, um ein attraktives Programm zu gestalten. Wenn es ein aktueller Bericht war, nehmen wir mal Ankunft Mussolini am Nachmittag, dann wollte man schon abends das auch in der Sendung haben. Das war dann 5 Minuten, ein abgeteilter Teil, so etwas wie aktueller Bericht. Und hier wurde der entwickelte Film, der wurde dann mit einem Kommentar wiedergegeben. Der Dutsche wird in Karinhall von Generaloberst Göring und seiner Gattin begrüßt. Beim Empfang Mussolinis auf dem Landgut von Hermann und Emmy Göring darf der Deutsche Fernsehrundfunk exklusiv dabei sein. Ehrfürchtig berichtet der Reporter über die illustren Gäste. Der Dutsche und Generaloberst Göring im Gespräch vor dem Hause in Karinhall. Der Reichsführer Himmler,
Soldatschauspieler Gustav Gründgen. Trotz der ungewohnten Einblicke in das gesellschaftliche Leben der Parteigrößen bevorzugen die Fernsehzuschauer Unterhaltung und Sport. Europameisterschaft im Schwergewicht. Max Schmeling besiegt Adolf Häuser. K.O. nach gerade mal 71 Sekunden. Die Zuschauer an den Bildschirmen werden vom Fernsehfilmtrupp mit Zeitlupenszenen bei Laune gehalten. Noch eine kurze Nahkampfszene, bei der diesmal Max etwas besser abschneidet. Und dann scheint es so, als habe Schmeling den Kampf nun fest in der Hand. Denn jetzt geht er nach vorne und da ist die erste rechte Hand. Häuser weicht etwas zurück. Und nun kommt das überraschende Ende. Eine lange linke von Schmeling. Dann zuckt die rechte Hand heraus, trifft Häuser an der linken Kinnlade. Der Schlag rutscht zur Halsschlagader ab. Und wie vom Blitz getroffen, stürzt der Titelverteidiger zu Boden. Seltene Amateuraufnahmen, die eine nationalsozialistische Flimmerkiste in Betrieb zeigen. Außerhalb der Fernsehstuben gibt es nur wenige Geräte, bei Technikern, ausgewählten Journalisten und bei Parteigrößen. Hitler selbst soll seiner geliebten Eva Braun einen Fernseher geschenkt haben. Die Verantwortlichen der Reichspost hoffen, schon bald auch der Volksgemeinschaft private Empfangsgeräte zugänglich machen zu können. Die Qualität des Bildes hat mindestens in der letzten Phase vor dem Zweiten Weltkrieg und während des Weltkriegs auch alle Beteiligten immer wieder überrascht. Das weiß man aus Briefen, aus Artikeln, weil die Bildhelligkeit schon sehr gut war und die Bildauflösung auch sehr gut. Reaktionen sind ansonsten relativ gering geblieben, weil zumal bei den politischen Größen diese Dinger reine Renommierstücke waren, die nur, wenn ein hoher Besuch kam, in Betrieb gesetzt wurden. Ansonsten hat man das Medium Fernsehen relativ wenig genutzt. Wenn man aktuell sein wollte, hörte man Radio. Eine Massenproduktion von Empfängern dieser Qualität waren spätestens mit Kriegsausbruch überhaupt nicht mehr realisierbar, weil alle Kapazitäten wurden für die Fernmelde- und Nachrichtentechnik des Krieges benötigt. Schmelinge, Zustand! Als Singspruch des heutigen Tages hören wir ein Wort von Adolf Hitler. Ich glaube an Deutschland, heute und morgen und in der Zukunft, bis unser der Sieg ist. Heißflagge! Doch der Weg zum Massenmedium ist noch weit und auch das Programm zielt nicht immer auf ein großes Publikum. Bilder von der alljährlichen Lehrlingsaufnahme bei den Berliner Verkehrsbetrieben, gedreht vom Filmtrupp des Fernsehens. Es ist ein Dokument des muffigen braunen Alltags, wie sie nur selten ungeschnitten die Zeit überdauert haben. Mit fast militärisch anmutendem Zeremoniell werden die zukünftigen Kraftfahrzeugmechaniker in die BVG aufgenommen. Ihr müsst wetteifern untereinander in der Leistung. Jeder muss die beste Leistung zeigen wollen und jeder muss die beste Leistung im Benehmen an den Tag legen. Dann macht ihr euch nicht nur Ehre, sondern vor allen Dingen auch unseren Partei-, Jugendorganisationen und macht eurem Elternhaus Ehre. Ein Junge, der sich über das Maß hinaus undiszipliniert benimmt, ist immer die schlechteste Visitenkarte für seine Familie, für seine Eltern. Publikumswirksame Programme herzustellen, ist für die Fernsehpioniere gar nicht so einfach. Für die selbst produzierten Fernsehfilme finden sich meist nur weniger bekannte Schauspieler. Die Gagen sind zu niedrig. Die Ufa-Stars meiden offenbar das neue Medium. Doch manchmal gelingt es den Machern, ein aufstrebendes Sternchen zu verpflichten. So ist im Bundesfilmarchiv auch eine Kopie des Fernsehspiels Der Schatz erhalten geblieben. In der Hauptrolle Sonja Ziemann. Alle Männer sind anständig, durchs Fernrohr betrachtet. Aber wie dem auch sei, das Wasser ist mein Element, die Dünen und der Strand. Und wenn die Sonne richtig brennt, bin ich bald braun gebrannt. Dann stürz ich in die kühle Flut und schwimm hinaus ins Meer. Und ringsumher, da riecht so gut. Nach Tank, nach Salz und Teer. Den 15. November wurde im Beisein des Führers das völlig umgestaltete Schiller-Theater
mit einer Festvorstellung von Friedrich von Schillers Kabale und Liebe eröffnet. Für den Zeitdienst des Fernsehens ist Mitte November 1938 die Eröffnung des umgebauten Schiller-Theaters das Ereignis der Woche. Zu diesem Anlass erhält der Fernsehfilmtrupp den Auftrag, das neue Haus in einer Reportage vorzustellen. Wir können hier leider nur einen kleinen Teil zeigen von dem, was wir sahen. Außer anderen von namhafter Künstlerhand gestalteten Erfrischungsräumen, deren einer sogar für Raucher gedacht ist, befindet sich im oberen Stockwerk ein kleiner Saal, der in zartgrün gehalten und von Professor Scheurich mit graziösen Wandmalereien ausgestattet wurde. Neuer Intendant des Schiller-Theaters ist der Schauspieler Heinrich George. Und zum Abschluss ihrer Reportage zeigen die Fernsehmacher ein ausführliches Interview mit dem Prinzipalen, das selbst Experten unbekannt geblieben ist. Bis heute ist heftig umstritten, ob George dem Naziregime aus Überzeugung zu Diensten war oder ob er sich ausschließlich seiner Kunst verpflichtet fühlte. Im Fernsehinterview ist der Schauspielerstar zumindest sprachlich auf Kurs. Herr George, wir haben soeben in Ihrem herrlichen neuen Hause Aufnahmen machen können für den Fernsehsender, für den aktuellen Zeitdienst. Ich möchte Ihnen da im Namen des Fernsehsenders und ich darf auch wohl sagen, unseres Publikums überhaupt, unseren herzlichsten Dank sagen, dass Sie uns die Genehmigung dafür gegeben haben. Mit Ihrer Ernennung zum Intendanten des Schiller-Theaters traten doch wohl insbesondere zwei wichtige Fragen an Sie heran. Die Frage des Spielplans und der Neugestaltung des Ensembles. Wie denken Sie überhaupt über die Frage des Nachwuchses? Ja, die Frage des Nachwuchses ist für mich überhaupt gar keine Problemstellung. Der Nachwuchs ist selbstverständlich, wenn ein Körper da ist, sagen Sie, eine Familie da ist, die Urzelle eines Staates, des Reiches überhaupt, dann muss diese Familie Kinder gebären. Und wenn diese Familie keine Kinder gebären kann, ist sie impotent. Die Kinder sind selbstverständliches Erzeugnis aus zwei gesunden Körpern, aus zwei gesunden Menschenzellen. Wenn die nicht zeugungskräftig sind, dann ist kein Nachwuchs da. Der Nachwuchs ist bei mir selbstverständliche Grundbedingung. Darf ich fragen, nach welchen Gesichtspunkten ist der Spielplan des Schillers gestartet worden? Tja, ach Gott, das sind so eigentlich gar keine besonderen Gesichtspunkte. Das ist so eigentlich das Selbstverständliche, das Natürliche. Ein Theater aufzubauen bedeutet im Dritten Reich ja eigentlich gar keine Schwierigkeit. Das Reich, der Führer, hat uns die Schwierigkeiten eigentlich hinweggeräumt, die es einmal gab, zu suchen, zu sondieren, zu finden. Heute ist eigentlich ein Bett vorbereitet, das bequem gemacht ist. Unsere Fernsehgäste, unser Publikum wird gewiss aus diesem Interview etwas mitgenommen haben. Wir hoffen, dass Sie nun recht oft und recht bald in Ihr Theater kommen, um sich an Ihrem Spielplan und an Ihren Rollen selbst zu erfreuen. Sie sind ja nicht nur Intendant, sondern auch Regisseur und Schauspieler in Ihrem eigenen Theater. Und damit möchte ich das Interview abschließen. Wir danken Ihnen herzlichst, dass Sie sich und Ihre sehr kostbare und knappe Zeit uns zur Verfügung gestellt haben. Selbstverständlich, Herr Lehrer. Kann man mal einen Spiegel kaufen? Ja, hier. Fernsehreporter Fritz Janicke unterwegs im nationalsozialistischen Alltag. Seien es die Geheimnisse der Karpfenzucht oder die Probleme der Kraft durch Freude Reitschule, der smarte Reporter weiß allen Themen etwas abzugewinnen. Kann man mal einen Lederkarpfen sehen, um den Gegensatz festzustellen? Reitsport, das ist doch eine Angelegenheit oder war eine Angelegenheit für Leute, die sehr viel Geld hatten. Doch, ja. Aber das ist anders geworden durch Kraft und Freude. Welche Organisation haben Sie gerade für die Leute, die gerne Reitsport treiben wollen, geschaffen? Wir haben versucht, im Gegensatz zu früher, auch den Reitsport den Volksklassen zu bieten, die es finanziell sich nicht leisten können. Aus dem Grunde haben wir mit verschiedenen Stellen in Berlin Abmachungen getroffen, um dort zu verbilligten Preisen Kurse laufen zu lassen. Ja, Herr Heise, da dürfen wir vielleicht mal praktisch etwas fragen. Wie stellen Sie denn die Männer und die Damen an, die zu Ihnen kommen, um den ersten Stunden zu haben? Im Allgemeinen stellen sich die Leute durchaus nicht ungeschickt an. Es kommt natürlich darauf an, ob eine Frau oder ein Mann Passion in erster Linie mitbringt. Bringt er Passion mit, also Liebe, Freude am Sport, dann können wir den Leuten bringen wir auch was bei
Auch hier, wie gesagt, für die billigen Stunden, die eben Herr Baumert anführte. Ne? Jetzt wollen wir aber zum Praktischen selbst kommen. Die Pferde sind inzwischen schon gesattelt. Da drin werden sie ein bisschen schon bewegt, damit sie nicht zu temperamentvoll sind. Und das wollen wir uns jetzt mal anschauen, wie Sie im Praktischen den Reitunterricht beibringen. Immer ersten Fuß richtig rein. Ersten Fuß richtig rein. Denn da kann man nicht aufsitzen. Da rutscht man ab und man fällt bloß runter. Ganz ruhig im Trab. Immer bloß, Täter. Noch ein, zweimal rum sind ja die Pferde ruhig. Wenn sie mich noch mehr vorüber fallen auf Nicker, vielleicht geht's da besser. Ein furchtbares Bild, wirklich. Halten Sie doch auf nicht Serviceprogramme fest. Legen die nationalsozialistischen Fernsehmacher ganz besonderen Wert. Das Wichtigste für eine Kosmetikerin ist die Hautdiagnose. Was stellst du hier für eine Hautdiagnose, Edith? Das ist eine dicke, trockene und undurchblutete Haut, ja, die außerdem noch sehr schlecht gepflegt ist. Ja, was kann man dagegen tun? Vor allen Dingen erstmal eine kräftige Massage. Bitte, fang mal an damit. Ihr müsst euch Schönheitstipps für die deutsche Frau. Auf dem Weg zu Kraft und Schönheit soll sie sich modernster Mittel bedienen können. Und einst, so die Vision der Macher, würde das Fernsehen solche Serviceprogramme auch in die entferntesten Wohnstuben des Großdeutschen Reiches übertragen. Zuerst werden wir wahrscheinlich über Körperpflege und Gesundheitspflege sprechen und zweimal zwei Doppelstunden werden wir für Gesichtspflege verwenden. Das Haarwaschen ist eins der wichtigsten Arbeiten in unserem Geschäft. Niemals. Auch eine Reportage über das Friseurhandwerk ist in dem Bestand des Fernsehfilmtrupps erhalten geblieben. Alkalifreie Seifen, die frei von Soda und sonstigen schädlichen Substanzen für die Haare sind. Wir müssen uns zum Prinzip machen, dass in unserem Geschäft zum Kopfwaschen das Beste gut genug ist. Wir sind Haarpfleger und als solche müssen wir die Haare auch in ihrer Substanz erhalten und die Haare pflegen. Im großen Arbeitsraum der Friseure. In einem neunwöchigen Kursus werden Herrenfriseure umgeschult zu Damenfriseuren. Und neben dem theoretischen Unterricht hat selbstverständlich der praktische Unterricht den Vorrang. Und hier an 46 mit allen modernen Apparaturen und allen modernen Hilfsmitteln ausgestatteten Arbeitsplätzen arbeiten nun die zukünftigen Meister am Modell. Ja. Das Arbeitspensum ist geschafft, die Frisur ist fertig und nun unterzieht der Lehrer die Arbeit seiner kritischen Beurteilung. Trotz ständigen Geldmangels kann der Deutsche Fernsehrundfunk 1938 aus dem beengten Studio in Berlin-Witzleben in ein größeres im Deutschlandhaus umziehen. Fünf Bühnen stehen den Fernsehleuten dort zur Verfügung. Erstmals haben sie die Gelegenheit, alle ihre Ideen auszuprobieren, mehr Gäste und Theateraufführungen ins Studio zu holen. Es war ein Rundbau und in dieser Torte waren bestimmte Segmente für bestimmte Beiträge vorgesehen. Die Kameras, heute zunächst undenkbar, standen, und wenn ich schon sage die Kameras, es war zunächst eine und dann waren es zwei, und irgendwann wurden es dann auch drei, standen in der Mitte dieses Rondells und bewegten sich nun von Koje zu Koje für die einzelnen Beiträge. Nur wenige Aufnahmen sind aus dieser Zeit erhalten geblieben. Unter anderem die Filmversion eines der zahlreichen Fernsehspiele, die damals eigens für das neue Medium geschrieben und inszeniert wurden. Gott sei Dank. Endlich. Mann, Sie müssen mir helfen. Haben Sie Verbandzeug da? Wie sehen denn Sie aus? Technisch ist das Fernsehen so weit ausgereift, dass die Betreiber den entscheidenden Schritt auf dem Weg zum Massenmedium endlich wagen wollen. Die Freigabe für die Öffentlichkeit. Doch immer noch sind die Kosten für die herkömmlichen Heimfernseher zu hoch. Man erwägt die Einführung von Mietgeräten. Doch die Industrie setzt auf Massenfertigung. 10.000 sogenannte Volksfernseher fürs Heim sollen zu Weihnachten 1939 auf den Markt kommen. Für 650 Reichsmark das Stück.
Das ist der FE1, der Fox-Fernsehempfänger von 1939. Das einzig existierende und funktionierende Gerät noch. Bei der Produktion ist Wert darauf gelegt, dass es sehr einfach zu bedienen war. Und es sollte ein Massenartikel werden. Dazu ist es nicht gekommen, weil dann 1939 der Krieg ausbrach und statt Fernsehgeräte wurden dann Funkgeräte produziert. Die große Parade anlässlich des 50. Geburtstages des Führers. Hunderttausende von Menschen umsäumen die Anfahrtsstraßen. Vor der Technischen Hochschule, die beiden Tribünen, voll eine Menschenmauer, das Bund der Uniformen, der Wehrmacht, der Marine, der einzelnen Formationen, im Hintergrund der große Adler, daneben die Fahnen, davor der Platz des Führers und weiter da hinten Richtung Siegessäule sehen wir die ersten angetretenen Truppen, vorne die Spielleute, hell blitzen die Instrumente herüber zu uns in der Sonne, da hinten der Führer kann kommen. Der Führer trifft ein. Als der 50. Geburtstag Hitlers im April 1939 mit einer pompösen Parade begangen wird, ist auch das Nazi-Fernsehen dabei. Wiederum sind die besten Plätze an die Wochenschau vergeben. Die Kameras des Fernsehfilmtrupps sind auf die hinteren Ränge verbannt. Das waffenstrotzende Spektakel ist eine Demonstration militärischer Stärke des Dritten Reiches. Der Krieg wirft seine Schatten voraus. Auch beim wenig beachteten Fernsehrundfunk schlägt die Stimmung allmählich um. Jetzt stehen Berichte über Luftschutzmaßnahmen oder die Werbung von Freiwilligen für Marine und Luftwaffe auf dem Programm. Soldatenkameraden heißt eine auf dem ersten Blick harmlose Reportage, die am 24. August 1939 gesendet wird. Eine Woche vor Beginn des Zweiten Weltkrieges. Betrachten Sie einmal aufmerksam diese hübschen, sauberen und architektonisch stilvollen Gebäude, die Sie hier eingebettet sehen in die malerische Umgebung Berlins. Sie tragen die Bezeichnung Gehöfte und wirklich, es sieht ja auch so aus, als handle es sich hier um ein gepflegtes, großes Gut. Und wenn Sie die blitzsauberen Häuser an sich vorüberziehen lassen, dann denken Sie ein wenig zurück an die Zeit, da der Ausdruck Kaserne noch einen bittern Beigeschmack hatte. Nicht etwa wegen der Manneszucht, die dort geübt wird. Nein, aber wenn man das Wort Kaserne hörte, dann dachte man an einen abscheulich kalten und stillosen Bau. Und wer wohnt nun in diesen schmucken Häusern? Deutsche Soldaten, denen der Satz gewidmet ist, in uns allein liegt die Zukunft der Nation. Noch wird die Berichterstattung in blumige Worte gekleidet. Die Reportage soll die Schönheiten und Vorzüge des Freiwilligendienstes in der Luftwaffe vermitteln. Und auch der Offizier vor Ort gibt sich alle Mühe, in seiner Ansprache alle Klischees von militärischem Drill vergessen zu machen. Bitte alle herhören. Ich begrüße Sie heute zu unserer Veranstaltung zur Werbung von Freiwilligen für die Luftwaffe als unsere künftigen Soldaten. Sie werden heute in einer der schönsten Kasernanlagen, die wir hier in der Nähe von Berlin haben, sich einige Stunden aufhalten und werden da Vorführungen zu sehen bekommen, nachrichtentechnischer Art. Die Fernsehfilme begleiten aber nicht nur die Militarisierung der Gesellschaft, sie propagieren selbstverständlich auch den Rassenwahn der Nazi-Ideologie. Landeinsatz deutscher Studenten heißt eine andere Reportage aus dem Jahr 1939. Kamerad Hoppe, ich muss Sie einen Augenblick noch stören. Ich hätte nicht gerne mal gewusst, was werden Sie für Untersuchungen hier jetzt vornehmen? Wir führen hier anthropologische und rassische Untersuchungen durch, um die rassische Gegebenheiten dieses Kreises zu erfassen und ferner auch Gebissuntersuchungen, da die ja bei unseren medizinischen Untersuchungen eine große Rolle spielen. Darf ich mal fragen, ich sehe eben den Kameraden da drüben einige Instrumente zusammensetzen, welche Bedeutung die haben? Das ist ein anthropologisches Messgerät zur Messung der Größe von den Leuten. Und hier habe ich noch einen Tasterzirkel, womit die Schädelmaße aufgenommen werden. Wie heißt du? Angelika. Und wie alt bist du? 13 Jahre. 13, danke schön. Stell dich mal bitte so rum und die Hacken zusammen. Die Jochbogenbreite.
12,4. Vorbereitung für den bevorstehenden Rasse- und Vernichtungskrieg im Osten. 4,9. Doch zunächst einmal wird bei Kriegsbeginn der Sendebetrieb eingestellt. Erst nach 6 Wochen geht das Fernsehen wieder auf Sendung. Mit verändertem Programm. Die Botschaft, Männer, wird euch sehr erlaben. Ihr seid vom ewigen Bezahlen frei. Denn will die Gattin neue Kleider haben, dann heißt es nur, aus alt macht neu. Den Deutschen soll das Fernsehen ein wenig Normalität in schweren Zeiten suggerieren und sich gleichzeitig für die Propaganda an der Heimatfront als nützlich erweisen. Ich glaube, all diese Dinge überzeugen, dass man wirklich aus Eisen noch etwas machen kann. Serviceprogramme für die Hausfrau im Kriegseinsatz. Bringt der Herbst uns reiche Ernten, weiß man oft nicht im Entfernten, wie man all den Segen birgt, dass er später nützlich wirkt. Liebe Hausfrau, lausche schön. Eingemachtes, ferngesehen. Beim Einmachen empfiehlt es sich, sich genau nach dem Rezept zu richten. Dann messe ich mir 3 Viertel Liter Essig ab. 1 Viertel Liter Wasser. Das genügt nun? Oder fehlt noch? Nein, nun kommt noch etwas Zucker und etwas Salz dazu. Aber ich denke, es gibt einen sauren Kürbis. Ja, trotzdem müssen wir etwas Zucker dazu tun, wenn es auch nur wenig ist. 50 Gramm brauchen wir. Das sind ungefähr 2 Esslöffel. Es ist ganz deutlich erkennbar, dass mit Kriegsbeginn sich die Inhalte doch sehr stark verändern. Sie sind auf der einen Seite sehr stark politisch geprägt, auch beim Fernsehen. Auf der anderen Seite hat man sehr viel Wert gelegt auf sogenannte Nutzwertsendungen, wie man vielleicht heute sagen würde. Der Hintergrund war eben, dass man mit wenigen Mitteln sich selbst zu versorgen hatte. Alles klar, Rudolf. Alles klar, Erik. Na, hast du dich endlich entschlossen, meinen Erfolg einzusehen? Solche Erziehungsprogramme sollen für vorbildliches nationalsozialistisches Verhalten im Krieg werben. In diesen Gärten werden jährlich über 131 Millionen Kilo Obst, über 402 Millionen Kilo Gemüse und über 105 Millionen Kilo Beerenobst geerntet. Donnerwetter, da hätte ich ja eigentlich nichts, mir so einen kleinen Garten zu pachten. Aber ich verstehe doch nichts davon. Das brauchst du auch nicht. Der Reichsbund Deutscher Kleingärtner, bei dem du deine Bewerbung um einen Dauerkleingarten einreichen musst, und du wirst ja als kinderreicher Vater bevorzugt, hat 8000 Fachberater, die dir jederzeit mit Rat zur Seite stehen. Der Krieg selbst wird vom Fernsehen nicht dokumentiert. Dem Filmtrupp ist es ausdrücklich untersagt, in Kriegsgebieten Aufnahmen zu machen. Man sendet die offiziellen Wochenschauen und Verlautbarungen. Unter den Fernsehreportagen befindet sich jedoch ein Film über eine SS-Einheit, die Leibstandarte Adolf Hitler. Der Originalkommentar ist allerdings nicht erhalten geblieben. Angesichts der Bilder ist er auch überflüssig. Der Fernsehsender Paul Nipkow, so meint der heute 94-jährige Kurt Hinzmann, sei aber beileibe nicht nur ein Propagandainstrument gewesen, sondern manchmal sogar eine Nische für Opfer des Naziregimes. Wir spielten das Stück Karl und Anna. Da wurde dann unter Umständen an 10 Abenden das gleiche Stück gespielt. Oder alle 2 oder 3 Tage, nicht wahr? Also es kam, aber es war jedes Mal eine Live-Sendung, die anders ausfallen konnte als das vorhergehende. Annie! Als Sendeleiter und Produktionschef duldet Hinzmann die Verpflichtung von Joachim Gottschalk für dieses Fernsehspiel. Der beliebte Filmschauspieler war bei Propagandaminister Josef Goebbels in Ungnade gefallen, denn der Ufa-Star weigert sich beharrlich, sich von seiner jüdischen Ehefrau zu trennen. Filmangebote bekommt er deshalb keine mehr. Und so ist 1941 das Fernsehen seine letzte Zuflucht. Aber nicht für lange. Fort für immer zu Peter. Dem Gottschalk wurde dann gesagt, er müsse also sich von seiner Frau trennen, wegen der jüdischen Abstammung. Und der kam zur 9. oder 10. Vorstellung, kam ja nicht, weil er sich mit der ganzen Familie umgebracht hatte. Und da war das bei uns, wir hatten dann ein Loch,
konnten wir es nicht sofort gleich füllen, aber doch immerhin. Und da wurde uns eigentlich klar durch die Reichssendeleitung, nur sagen wir, so wichtig seid ihr ja gar nicht. Du musst mir vertrauen, sonst hab ich keine Ruhe. Du musst mir vergeben, was ich auch tu. So ist die Filmversion des Fernsehspiels Karl und Anna aus dem Bestand des Fernsehfilmtrupps das letzte verbliebene Dokument der Karriere des Joachim Gottschalk, der lieber in den Tod ging, als sich von seiner Familie zu trennen. Zu mir sein, musst mir alles verzeihen, denn ich liebe nur dich ganz allein. Die Rituale der Diktatur gehören auch während des Krieges im Nazi-Fernsehen zum Programm. Anlässlich des Geburtstages von Adolf Hitler werden alljährlich die Mitglieder des Jungvolks auf den Führer vereidigt. Am 19. April 1940 sind die Kameras des Fernsehfilmtrupps dabei. Das Fernsehen, so hat der Propagandaminister Joseph Goebbels bei Kriegsbeginn verkündet, sei ein Beweis für die Überlegenheit der deutschen Technik. Deshalb dürfe es nicht eingestellt werden. Doch je länger der Krieg dauert, desto bedrohlicher rückt das Ende des Senders Paul Nipko näher. Der Krieg ist nicht nur ein großer Gleichmacher, er ist auch ein großer Erzieher. Er macht alle Phrasen und Schlagworte hinfällig. Vor seinem harten Gesetz hat auf die Dauer nur die realste Wirklichkeit Bestand. Die Alternative zum Fernsehstudio ist für die meisten Programmmacher nur die Front. UK, das war der große Traum, eines jeden unabhängig zu sein. Und uns wurde plötzlich klar, dass wir überhaupt nicht kriegswichtig sind, dass wir vollkommen vogelfrei wohl sind. Nicht wahr? Und unser ganzes Streben war eigentlich das, was kann man unternehmen, um kriegswichtig zu werden. Einsatz des Fernsehens zur Truppenbetreuung heißt die Lösung. Und weil das eigene Studio zu klein ist, weicht man auf den Kuppelsaal unweit des Olympiastadions aus. Seit den Live-Übertragungen von den Olympischen Spielen 1936 ist das ganze Gelände verkabelt. Die Fernsehmacher brauchen ihre Kameras also nur anzuschließen. Und in dem Amphitheater finden fast 2000 Soldaten Platz. Am 14. März 1941 wird die erste Sendung aus dem Kuppelsaal übertragen. Das Publikum besteht größtenteils aus durchreisenden Soldaten und Verwundeten. Unter dem Motto "Wir senden Frohsinn, wir spenden Freude" werden fast bis zum bitteren Ende jeden Freitag musikalische Darbietungen oder Zirkusnummern präsentiert. Noch dürfen auch die Zuschauer in den Fernsehstuben und Großbildstellen das Programm sehen. Doch längst haben die Menschen andere Sorgen. Die Besucherzahlen gehen stark zurück. Anfang Februar 1943 werden die beiden letzten Großbildstellen in Berlin geschlossen. Die etwa 500 im Reich verfügbaren Fernsehempfänger werden der Wehrmacht zur Verfügung gestellt. Allein in Berlin sind jetzt 11 Lazarette ans Programm angeschlossen. Das war ein reines Varieté-Theater. Wir senden Frohsinn, wir spenden Freude, das wurde zum Prinzip.
Da kam dann die Lazarette, dann kamen die Krankenwagen, die fuhren dann die Verwundeten unten rein. Und das sind dann insgesamt, na, über 100 Sendungen, glaube ich, im Laufe der Zeit entstanden. Werder bei Berlin zur Zeit der Baumblüte. Die verbliebenen Mitarbeiter des Fernsehfilmtrupps produzieren auch für die neue Zielgruppe Reportagen. So gibt sich der Berichterstatter des Nazi-Fernsehens alle Mühe, den Soldaten die heile Welt der Heimatfront näher zu bringen. Es ist doch immer herrlich in Werder. Auch in Kriegszeiten und gerade in Kriegszeiten, möchte man sagen. Es ist ein bisschen anders wie sonst, ganz still und besinnlich. Viel innerlicher ist die Freude, die man hier draußen jetzt empfindet. Es ist nicht so laut, aber umso schöner kommt die Herrlichkeit des Blütenzaubers, der ganzen Natur zum Vorschein. Und Obstwein gibt's ja auch immer noch. Also Prost. Prost an der Tür. Ach, Herr Bürgermeister. Alida, das ist aber nett, dass Sie zu uns kommen. Vor allen Dingen möchten wir Ihnen gratulieren, dass Sie die Baumblüte auch in Kriegszeiten durchführen. Warum sollten wir das nicht? Warum sollten wir gerade in Kriegszeiten traurig sein? Im Gegenteil, gerade in dieser Zeit des Ernstes brauchen wir die innere Fröhlichkeit. Und dazu ist nichts besser geeignet wie die Baumblüte in Werder, wo wir hoffen, den Berlinern diese innere Freudigkeit geben zu können, damit sie wieder stark in der Arbeit sind. Und darauf wollen wir anstoßen. Diese Form der Truppenbetreuung ist bei den Soldaten so erfolgreich, dass man beschließt, auch im besetzten Paris den ehemaligen französischen Fernsehsender im Eiffelturm wieder in Betrieb zu nehmen. Der Fernsehsender war der größte Fernsehbetrieb der Welt zu diesem Zeitpunkt in Paris. Und das funktionierte. Der Militärbefehlshaber war sehr, sehr froh, ein Unterhaltungsangebot für die Soldaten zu haben, die in Paris herumgammelten. Aber vor allen Dingen das Wesentliche war in den Lazaretten. Wir wollten die Leute vom Krieg ablenken. Nur ein paar Fotos und Erinnerungen und diese Ballettprobe mit dem Choreografen Serge Liffa, das ist alles, was vom ersten deutschen Auslandsfernsehen erhalten geblieben ist. Auch im Bestand des Fernsehfilmtrupps finden sich aus dieser Zeit nur noch wenige Beispiele. Großstadtverkehr, Juli 1943 in der Reichshauptstadt am Alexanderplatz. Straßenbahnen, Lastkraftwagen mit Lebensmitteln und sonstiger kriegswichtiger Ladung. Und ringsherum die Hochhäuser und Büros, in denen Männer und Frauen für den Sieg arbeiten. Kameraden, seht einmal genau hin, dort in der Mitte auf dem Rondell, was dort wächst. Das könnt ihr nicht erkennen und dann gehen wir näher ran. Könnt ihr es jetzt? Ja, das ist nämlich gar kein Rasen, wie ihr geglaubt habt, sondern das ist das Gemüse und das ganz genau zu wissen, Runkelrüben sind es. Jawohl, auf dem Alexanderplatz in Berlin ist das ganze Rondell für den Gemüsebau ausgenutzt. Am Wannsee dagegen scheint es vom totalen Krieg keine Spur zu geben. Dieses Gewimmel wie in einer Sardinenbüchse. Wo könnte es anders sein als in einem der vielen Freibäder rings um Berlin? Freibad Wannsee, Juli 1943, Ferienzeit. Dicht bei dicht liegen sie hier. Die Erwachsenen und die Kleinen, die Schüler, die Eltern, die Lehrer. Alle genießen sie die Sonne, erholen sich und stärken sich und schöpfen Kraft für neue Arbeit. Jedes Fleckchen Erde haben sie ausgenutzt. Ach, und dem schmeckt's ja hier vielleicht, was? Ja. Ha, nochmal, was? Ja. Halt du, da ist ja noch der Korken drin. Ah, der hat ja auch gesegneten Appetit schon. Ja, hoppe, hoppe, Reiter. Und hier wieder. Angesichts der Niederlage von Stalingrad und inmitten der verheerenden Bombenangriffe der Alliierten sollen diese Reportagen offensichtlich den Durchhaltewillen der Soldaten anfeuern. Doch manche Fernsehberichte wirken heute nur noch bizarr. Ziehung der Lottozahlen 1943. Die würdigen Herren im Dienste Fortunas sehen aus wie die Richter des berüchtigten Volksgerichtshofes bei der Verkündung eines Todesurteils. Die Lose noch in der rechten großen Trommel fest verschlossen, damit sie kein Unbefugter entwenden kann und sonst etwas damit vornehmen kann. Links die kleine Trommel enthält die Gewinnzahlen.
Damals, vor 180 Jahren, da waren es noch Waisenknaben, die die Lose aus der einen und die Gewinnzahlen aus der anderen Trommel zogen. Heute sind es diese schwarz gekleideten Reichsbeamten in feierlichem Ernst und hinter ihnen noch drei Beamten zur Kontrolle, dass auch ja alles in Ordnung geht. Beginn einer Ziehung, einer Jubiläumsziehung. Für die Fernsehmacher wird es indes immer schwieriger, das Programm mit eigenen Produktionen zu füllen. Und die Soldaten interessieren sich sowieso nur für Unterhaltung. Die Sendungen haben sich dann nach 43, 42, 43 fast ausschließlich reduziert auf diese Kuppelsaalsendungen, also dieses heitere, vergnügte. Alles drumherum ist immer stärker reduziert worden. Die Sendeanlagen sind ja dann auch mehr und mehr den Bombenangriffen zum Opfer gefallen. Und das Ende des Fernsehens vollzog sich ja dann in Raten. Was bleibt, sind die Durchhalteprogramme für die Verwundeten, manchmal garniert mit UFA-Star-Aufgebot. Frohsinn und Heiterkeit sind die beste Medizin, so heißt die zynische Devise. Doch selbst durch die Flötentöne einer Ilse Werner lassen sich die Folgen des Krieges nicht verdrängen. Und so produziert der Fernsehfilmtrupp auch Serviceprogramme, die sich an den Bedürfnissen der verbliebenen Zuschauer orientieren. Frohsinn und Wille meistern das Schicksal. Das ist die Losung unserer Schwerkriegsbeschädigten. Diese Reportage ist eine der letzten erhaltenen Sendungen des Nazi-Fernsehens. Sie präsentiert die neuesten Therapien für beinamputierte Soldaten. So sollen sie wieder einsatzbereit werden, fit für den totalen Krieg. Die Amputierten durchlaufen eine Hindernisbahn, 100 Meter lang, mit schweren Hindernissen. Im Anfang ein Irrgarten, der schnelles Reaktionsvermögen verlangt. Dem Sprung gehört Mut. Wehe, wer hier hängen bleibt. Wie die Wiesel. Hier eine schwere Balanceübung. Für den ersten Tag mit Prothese eine schöne Leistung. Sogar die Selbstverteidigung wird geübt. Aber viel Fleiß und Wille sind erforderlich, um sich mit einem Kunstbein so bewegen zu können. Erst hier kann das Fernsehen, das doch als wirksames Propagandainstrument gedacht war, letztlich die Wahrheit nicht mehr unterschlagen. Und Sie, Lamazin, wie lange hat 3 Jahre, ja? Na also, du willst jetzt das Knie schön abwinkeln, los. Los, richtig. Und nach vorne nicht zu großen Schritt machen mit der Prothese. Nicht wahr? Es geht doch ganz nicht. Ja, fabelhaft. Das hätte ich mir nie träumen lassen, als ich schwer verwundet in Russland lag, dass ich noch einmal tanzen würde. Haben Sie früher sehr gern getanzt? Nein, ich habe noch nie getanzt. Ich habe es jetzt erst als Amputierter gelernt. Sie haben doch beide Beine amputiert. Ja. Und doch macht es Ihnen Freude. Das Leben ist doch schön. Wie lange die deutschen Soldaten mit solchen Fernsehfilmen noch bei Laune gehalten wurden, ist nicht genau überliefert. Mitte September 1944 jedenfalls wird der Sendebetrieb des Deutschen Fernsehrundfunks endgültig eingestellt.